Oh, ja gut. Ich würde sagen, das ist natürlich jetzt blöd. Ich glaube, mein Internet ist abgekackt. Schau mal gerade auf Wecker. Ja, müsste gleich wiederkommen. Schauen wir mal eben. Ich guck mal eben. Bleibt mal kurz im Menü. Uplay ist wieder da. Super. Das heißt, wir können wieder weitermachen. Alles klar. Wir müssen dahin und dann habe ich das als Schnellreise, wo die Helixrisse sind. Und mal gucken, was jetzt kommt. Laden, laden, laden. Oh, laden, laden, laden. Welchen Punkt darf ich nehmen? Der ist es. Hatschi. Welchen Punkt darf ich jetzt nehmen? Da müssen wir hin. Okay. Meine Truhe befindet sich jetzt knapp 400, okay. Och nö, oder? Runter. Tot. Na gut, ausnahmsweise lebend noch. Eine Belohnung noch, okay. Ich habe 6 Stück bekommen. Das heißt Charakteranpassung, Fähigkeiten. Wir haben Luftattentate, wir hätten abrollen. Wir hätten das, wir hätten Gesundheit, wir hätten Fernkampf, Betäubungsbomben. Na gut, da musste keins neu. Da muss auch 9 ab. Was kostet das denn nochmal? Machen wir das erst, ne? Also alles auf Schleichen hauptsächlich haben. Das ist immer gut. So. Starten. Sequenz 7, Nummer 3. Amanda Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. Ah, ich sehe es, okay. Na, dann zeig mal, wie du eine Fährte aufnimmst. Über die Dächer. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Oh. Ich verstehe. Vergiss nicht zurückzukommen. Na, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, ob ich zurückkomme. Tu, was du tun musst. Okay, sie ging auf jeden Fall. Hey, ich wusste das dann. Da muss irgendeiner anderen hinterstecken, wenn nicht sogar einer von uns selbst. Ich muss weiter hoch. Ich
will es gern wissen, wer es ist. Belek? Das hat lang gedauert, Pisspot. Belek. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montiregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Belek, du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Belek, bitte, komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln, wie vernünftige Männer. Vernünftige Männer paktieren nicht mit Templern, Bursche! Kleiner Bock bist du, oder? So sagt man. Verräter! Na komm. Oh. Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Belek. Ich denke nur nicht. Öffne die Augen, Bursche! Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen. Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Waisen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Mich. Habe ich noch Punkte, ne? En garde. Oh ja. Ja.
Kann ich die immer wieder treffen? Wie wenig Schaden nimmt der denn? Ah, endlich. Oh, doch Zeit. Alles gut. Bleib da. Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen. Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belek. Du bist es, der es so enden lässt. Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben. Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch! Wo ist er? Pass auf! So. Ist des Pudels Kern. Nicht Mirobor, dein Verstand vergiftet, sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Dafür habe ich die Phantomklinge, mein Freund. Du hattest deine Chance, Piss. Zeit ist... Zeit ist zu beenden. Was machen wir? Wenn du nur eine Unze Überzeugung besitzt und nicht nur ein liebes toller Milchbubi bist, tötest du mich jetzt? Nö. Denn ich höre nicht auf. Ich töte sie. Zur Rettung der Bruderschaft würde ich Paris abfackeln. Warum nur? Merci, mon ami. Du sollst doch heil zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Du hast das verloren. Gott verdammt mich. Dann wollt ihr es durchziehen. Euer Protégé bürgt für sie. Vertraut ihr ihm nicht? Er kennt die ganzen Geschichten. Schon im Wald nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chen. Chen. Repose en paix. Repose en paix. Ja, was? Aber das ist noch nicht zu Ende. Da kommt noch was, würde ich sagen.